ist erstmal eine Spende, die mir gerade in die Hand gedrückt wurde. Und reinschmeißen. Ja, man sollte viel öfter mal auch ein Dankeschön an andere Menschen richten. Ich habe das gerade eben selber auch gemerkt. Das ist schon ein komisches Gefühl. Aber warum ist es ein komisches Gefühl? Ganz einfach, weil wir es nicht gewohnt sind. Diese Anerkennung von außen, wenn man was tut. Und da sollte man viel öfter mal an seinen Nachbarn, an seine Freunde, Bekannte oder wie auch immer denken und da mal auch mal ein Dankeschön richten. Finde ich, ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja, Tono wollte gerne was sagen zum Weltgeschehen. Und dem würde ich jetzt gerne das Mikro übergeben. Ja, hallo, Tono, nicht Hono, Tono. Ja, schöne Boom hier. Wie fange ich an? Ungewohnte Perspektive. Ich war seit 10 Jahren das erste Mal wieder am Meer und dachte mir, bring mal ein paar Steine mit von der mecklenburgischen Ostseeküste. Ja, und ich habe ein bisschen was geschrieben. Ja, ein paar Freiheiten genossen. Und ich denke, oftmals fehlen einem hier sogar schon hier bei uns die Freiheiten in Deutschland. Und ja, also ich nenne das Drama der angelegten Natur. So ein bisschen Lyrik, Epik, Prosa halt. Alles gemischt. Also, los geht's. Gehe in die ausgehungerte, angelegte, zugemähte Natur und wir suchen unser Gleichgewicht, bis wir geerdet sind. Komma. Gehe in die fast unberührte Natur des Einklanges und die Leere in sowie um uns herum lustig, lässig gestärkt für einige zentrierte Stunden. Beinahe bewusst vollkommen auf. Wir fragen uns fordernd, was sollen wir uns mit lässigen Ländern dieses Planeten und deren Menschen und den sozialen Konstrukten beschäftigen, bewusst beschäftigen? Der erste antwortet, das interessiert uns überhaupt nicht. Und der zweite antwortet, Moment, eigentlich sind wir doch alle so eine Art integrale Funken dieser Biodiversität, dieses ganzen Systems, dieses, naja, sag mal, angeblich gerechten, umverteilenden Reichtums? Des angeblich gerechten, umverteilenden Reichtums? Und der dritte antwortet, ja, ich denke, alle Lebewesen sind miteinander verbunden, ja, auf Pflanzen. Hm. Der vierte sagt, jedoch jammert unser Egoismus, falscher Stolz, aka Bewusstwerdung, zerstört alles. Der fünfte sagt, diese angebliche Perfektion mussten wir uns kreieren, um uns zu bereichern, um unsere Uhrwerke der angeblichen Zeitrechnung, unseren relativen Ichs, den materiellen Ichs, vergolden zu lassen. Ja, kann man mal machen, ne? Um uns zu Freiwilligen dieser angeblich realistischen Zeitrechnung zu formen, um Kinder zu nähren, für den absoluten Krieg der Großkonzerne und Waffenindustrien. Schöne Grüße an Heckler und Koch. Neue Ordner dieser Plastiköl, Nikotin, Adrenalin, Angstpaket, Wirtschaft. Um uns nach den Maschinen zu richten. Der fünfte redet immer noch und er sagt, und wir schätzen uns von so hohem Wert, dass wir uns mit Halbgöttern und auch Gott gleichsetzen. Punkt, 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 Punkt. Dass vieles unseres Wohlstandes auf Jahrhunderte zurückliegender, geplanter als auch willkürlicher Kriege, Ausbeutung, Aneignung von Ländereien, sprich Annexion beruht, Komma, willkürlicher Grenzenziehung, Trade Companies, kleine Denkansatz an Peru, Südamerika und Belgisch-Kongo, Indien. Und der fünfte sagt immer noch, ohne dass diejenigen gefragt wurden,
die am meisten zum Gemeinwohl einer Gesellschaft beitrugen und beitragen, ohne dass die, die am meisten beitragen, gefragt wurden, nämlich die hart arbeitende Bevölkerung, dass sie wirklich gefragt wurden und ein Veto bekamen. Und er fragt sich, sind wir uns jeden Tag darüber bewusst, dass vieles nur geliehen ist von Mutter Natur? Und dass das Einzige, was wir wirklich besitzen können, wir selber sind? Fragezeichen. Jeden Tag sind wir uns darüber im Klaren oder zweifeln wir? Sind wir uns jeden Tag darüber im Klaren, im Angesicht unseres Geistes, dass das Einzige, was wir wirklich besitzen, wir sind? Unser materieller Körper und unser Kopf vielleicht? Sind wir uns darüber im Angesicht unseres Geistes bewusst, dass sich niemand besser fühlen sollte aus ethnischen und Glaubensprinzipien? Im Prinzip sollte der Menschengeist längstens soweit sein, ohne Morden und Kriege auszukommen. Herrscher dieser Welt, Generäle dieser Welt. Bitte nichts persönlich nehmen, das ist, muss ein bisschen raus. So, und dann habe ich mal was Interessantes gelesen von einem Herrn Brecht, Bertolt Brecht, ne? Der hat so ungefähr geschrieben, diese Täler, diese Hügel und Bäche, machtet ihr zu eurem Schlachtfeld. Nur wie glaubt ihr, wird das Volk, beispielsweise in der Ukraine, sich ernähren? Von Brennholz und Heu? Eines einzigen Generals Anweisung, Reputation bedeutet 10.000 Leichen. Und die züge ich einfach mal hinzu, was ich sehr schlimm finde. Eine einzige Waffenlieferung, das Land nenne ich jetzt nicht, von 5.000 Raketen in den Irak, bedeutet vielleicht 20.000 Leichen. Und das ist sehr, 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 sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Ja, wir sind ja alle in Frieden hergekommen und wir sollten auch alle in Frieden miteinander leben. Und ein Text habe ich ja noch, der heißt Liebe nur in Wort. Und im Prinzip ist ja jeder Mensch auf Liebe aus, nach Liebe aus, ja? Geborgenheit, okay, der lautet, seht ihr die Liebe? Sie schenkt Geborgenheit. Keine Hiebe, natürliche Wiege, sie leuchtet und strahlt. Gleichnis in Waage mit euren Augen. Gegenwart und Zukunft, Arktis blau-grau, Smaragdgrüner Regenwald, Onyx schwarz, weißes Elfenbein. Permutes Lächeln, Blut im Nektar, Blut in Überseet. Sie fährt Seifenkiste. Es wird nochmal kurz ein bisschen dramatisch und drastisch. Das ist halt Drama, das ist Lyrik und ich schreibe eben so. Erste Mal, dass ich hier öffentlich spreche, hätte ich nie gedacht. Und okay, ich nenne es jetzt mal... Danke, danke. Etwas grob, die Knäste unseres Lebens. Schön, ne? Durchsichtig. Gräuliches, zerkratztes Plexiglas, dann hin und wieder wehmütige Dixies, durchnässt, humorvoll und hungerleidend, in Darwins, Charles Darwins Kreidezeiten macht dies. Zwischen Tier und Mensch beinahe kein Unterschied. Wir denken, dass wir befreit sind, wir wissen studiert, wir sind befreit. Wir glauben tiefgründig, wir sind befreit. Nur worin liegt hier der Unterschied? Einerseits ein gedankliches Weilen vor den Niagara-Fällen, überschüttet werden, andererseits planschend in jenem Wässerchen, daraus todessüchtig trinkend, hineinpissend.
Unsere positiven, negativen Gedanken lassen uns oftmals glauben, denken, wissen. Sie täuschen uns eventuell und unsere Empfindungen, die wir aus den verallgemeinenden Schlussfolgerungen und gewisse Mechanismen als auch Kräfte, Mächte, manipulieren unsere Seelen, spielen fortlaufend mit unseren Emotionen, Schicksalen dieses netten Programmes, altaristokratische, bürokratische, neumoderne, immatrikulierte Industrievereinigungen des mächtigen Kapitals formen hierarchisch unser Knastgeflecht. Die Pyramide der Manipulation eventuell, Flechtestühle, jederzeit als Teil der Befreiung der pharmazeutischen, teuflischen Erzeugnisse. Zitat Deluxe Sammy, weck mich auf aus diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Gekoppelt mit dem Prinzip göttlicher Werbung, wir machen aus Gold. Wie mehr verkaufen wir ungesunde, giftige Produkte. Zitat, Delay, Jan, alles ist vergiftet, ja. Komplexität des unabdingbaren Krieges der gesellschaftlichen, persönlichen, wirtschaftlichen, finanziellen Drangsalzeit. Herzlichen Glückwunsch zur Geburtsurkunde, der römischen Geburtsurkunde eventuell, dem Beginn der Versklavung und der Werdung einer juristischen Person. Capitis diminutio. Maximal. Dankeschön, Bruno. Das ist auch einfach toll, wenn ich überlege, vor 19 Wochen, als wir angefangen haben, ich glaube, wir standen mit 12 Leuten hier, hatten natürlich auch noch kein Pavillon, nichts, und wir hatten auch noch keine Anlage zum Sprechen. Und die ersten Sprecher kamen dann dazu und es ist einfach toll zu sehen, wie viele Menschen sich in dieser Zeit entwickeln und dann plötzlich nach vorne kommen, wie Tono gerade, und sagt so, zum ersten Mal stehe ich und rede vor Publikum. Das ist also auch ganz, für mich auch ganz toll zu sehen, dass Menschen sich so in dieser Richtung entwickeln, und ich würde mich freuen, dass mehr Menschen sich trauen, hier einfach entweder was vorzutragen oder auch einfach mal Luft zu machen, was einen ärgert, was einem aufgefallen ist, und hier etwas beizutragen. Jetzt möchte ich Olli noch